Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen leckeren Kuchen ganz ohne Backen hinbekommt. Als allererstes benötigen wir 1 Liter Orangensaft. Ich habe jetzt hier den 100%igen. Ihr könnt jeden beliebigen Saft nehmen, das ist vollkommen euch überlassen, je nachdem wie ihr es mögt. Dann ein Glas Zucker oder 12 Esslöffel. Und 8 Esslöffel Grieß. Und das Ganze verrühren wir jetzt ordentlich und lassen das Ganze circa eine halbe Stunde stehen. Als nächstes lassen wir unsere Creme auf einer mittleren Stufe langsam köcheln. Wenn die Creme anfängt zu blubbern, dann nehmen wir sie vom Herd und lassen sie etwas auskühlen. Danach kommt sie für 2 weitere Stunden in den Kühlschrank. Wichtig ist, dass wir dabei die Creme schön rühren, denn sie wird relativ schnell dickflüssig. So, 2 Stunden sind jetzt vorbei. Jetzt schlagen wir unsere Creme mit einem Mixer nochmal schön auf. Als nächstes nehme ich mir so eine Auflaufform und beschichte sie mit einer Frischhaltefolie, einfach damit wir unseren Kuchen danach besser entnehmen. Als allererstes kommt eine dicke Schicht Creme. Dann die erste Schicht Kekse. Es ist nicht wichtig, welche Sorte ihr von den Keksen nimmt. Ich habe jetzt hier Schokokekse, ihr könnt aber jede beliebige Sorte nehmen. Dann erneut die Creme obendrauf. Mit der Creme braucht ihr nicht zu sparen, wir haben wirklich genug Creme. Dann könnt ihr 1 bis 2 Schichten Bananen machen, je nachdem wie viele Zutaten ihr zu Hause habt. Das machen wir jetzt so Schicht für Schicht. Jetzt wird das Ganze mit einer Frischhaltefolie oben zugedeckt und jetzt kommt das für ca. 8 Stunden in den Kühlschrank zum Durchziehen, am besten sogar über Nacht. So ihr Lieben, wenn wir unseren Kuchen aus dem Kühlschrank rausgeholt haben, einmal umdrehen. Spannende. Ihr seht, das geht schon wunderbar ab. Und so sieht das Ganze erstmal undekoriert aus. Jetzt bereiten wir unsere Glasur vor. Für die Glasur benötigen wir 50 Gramm Butter, 2 Esslöffel Kakaopulver, 2 Esslöffel Zucker und 3 Esslöffel Milch. Wir benötigen dafür einen kleinen Topf. Und da machen wir alle Produkte rein. Einmal Butter, Kakaopulver, Zucker und die Milch. Das Ganze lassen wir jetzt auf einer langsamen Stufe ca. 5 bis 6 Minuten köcheln. Dabei immer schön um. Noch mit der warmen Glasur dekorieren wir unser Kuchen. Und so sieht unser Ergebnis aus. Ich finde, die Glasur gibt dem Kuchen nochmal so ein i-Tüpfelchen und die Kombination zwischen der Schokolade und dem Zitronengeschmack schmeckt einfach unglaublich gut. Probiert es gerne mal aus. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst und mir einen Daumen nach oben gibt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben!